Dieser Blick, wie faszinierend. Noch einer, der geil auf uns ist. Ach, man, diese notgeilen Geilis. Kämpfer Erwin Smith möchte kämpfen. Erwin Smith schickt Nidoran männlich in den Kampf. Boah, mach mal. Da, 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 da. Da! Ah! Diese Laseraugen! Erstmal abschlabbern. Schön, dass wir jetzt mehr Schaden machen als eben. Jawoll! Jawoll! Ein solides Six-Hit-KO. Ah, meine Augen! Ein Crit! Ah, schon wieder meine Augen! Ich bin doch nur ein armer Geist! Mit einer schlechten Verteidigung, lass mich! Ah, gewonnen! 115! Babibum! Ah, geil, Mann! Erwin Smith wurde besiegt! Das ist enttäuschend! Ja, du bist echt enttäuschend. Du Lusche, wenn du so kämpfst, wie du fickst, da kann ja nichts mehr rauskommen. Was? Pokémon. Yay. Na? Ja. Toll. Blalala. Schrankenhieb. Wow. Ich brauche es eigentlich noch nicht mal. Verzweifeltes Grüßen. Naja. Sehr gut. Ja. Sehr schön. Also viel hat es nicht mehr. Oh, hat es kein... Schön, jetzt kannst du noch Wachstum machen. Ich muss mir die Nase putzen. Ah, schön. Das müsste schon so hoch wie ein Baum sein, so viel wie das Wachstum einsetzt. So, haben wir uns mal einen kleinen Spaß mit Knofenser erlaubt. Yay, 84 Erfahrungspopel und Black Fork, Level 10. Das ist schön. Muss noch was trinken. World of Warcraft wird es auf diesem Stream niemals geben. Okay. Wegen dir habe ich den Fisch verloren. Das tut mir aber absolut nicht leid. Okay, jetzt kommen wir... Albrecht verkloppen. Kapalo! Ah! Jetzt haben wir Klofenser nicht mehr im Team. Aber egal, wir haben... Ne, hier... Den Schlecker vom Dienst. Dabei ist Schlecker eigentlich pleite gegangen, aber egal. Da kann wohl jemand nur platschen, anstatt zu tackeln. Oh. Muss immer wieder rasieren, ey. Fängt an zu jucken. Ein Crit. Total wichtig. Wow, diese Erfahrungspunkte. Oh Mann. Die nächsten beiden mache ich mit Kilian. Das geht dann deutlich schneller. Haben wir wenigstens mehr Angriff. Obwohl, ist eigentlich egal. Drei Schläge und Tod kann ich mitleben.
habe aber gleich keine AP mehr, kann das sein? Black Fork, yay. Kilian! Oh. Kilian hat nicht mal viel. Egal. Wow, hier ist Level 15? Ernsthaft? Hui. Das kam unerwartet. Das kam ins Deckel. Fuck. Ich meine natürlich ein Black Fork. Also Fork. Ja, es hätte getötet. Boah. Ach ja, diese KI. Diese KI ist einfach der absolute Oberburner. Weißt du, was für Zeit, dass Smetbrot endlich mal sein Potenzial zeigt? Deko. Konfustra. Ja, Konfusion. Konfustra wäre geil, aber in erster Linie so die Konfusion. Ja. Ja. Schon viel besser. Schwabbel, reicht die Konfusion jetzt aus? Hm? Wir werden es jetzt herausfinden und... Yes! Sehr schön! Ah, schön! Level 15 Pokémon, 31 Erfahrungspunkte für jeden. Gepriesen sei Karpadoof. Los, Kilian, das schaffst du! Es ist wieder nur Level 5. Warum entwickeln sie ihre blöden Karpador nicht einfach bis zu Garados weiter? Ich verstehe es nicht. Es macht mich traurig, das zu sehen. Ein schönes Free-Hit-KO. Erledigt, der Kapitol-Trainer ist weg vom Fenster. Schön. Albrecht. Platsch. Ich zieh dich nicht aus dem Wasser, du bist doof. Sag mal, habe ich überhaupt... Ich habe gar keine Beere mehr. Tauschen mit Kilian. Meine Pokémon frisch gefangen. Karpador oder Goldini? Goldini. Goldini. Okay, Quapsel ist cool. Quapsel. Ich werde niemals zu einem Frosch werden. Ich bleibe immer eine Kaulquappe, die einfach noch größer wird. Tackle. Nein, die schwächste Wasserattacke aller Zeiten! Brrr. Mein armes Herz. Oh. Du nervst jetzt schon! Sleep Claws, du darfst mich nicht nochmal einschläfern. Sonst fliegst du raus. Was? Warum ist die dumme Sau schneller? Ich bin ein Smetbrötchen. Du darfst nicht schneller sein. Stirb. Sterbige einen verwaberten Tod. Ich sagte Sleep Claws, ja? Ich glaube, es hackt. Ja, Kilian Level 8. Smetbrötchen N64 Erfahrungspuppe. Quapsel. Ich bleib einfach im Kampf, ist ja auch egal. Ist ja scheißegal. Blablabla. Ekligadu. Sehr schön. Ah, hier ist auf einmal mit Speedtie. Ich verstehe.
Ich verstehe. Er hat gesehen, dass es keine Chance, keinen Sinn macht, mich zu hypnotisieren. Das ist erstmal verboten, deswegen Sleep Claws und weil er sowieso keine Chance hat, überhaupt zu gewinnen. Deswegen lässt er mich jetzt einfach easy hier durchbrettern. Finde ich toll. Ahmed. The Dead Terrorist. Platscher? Ich gehe mich eben hochheilen. Folge dem Weg. Ich folge dem Weg. Mist. Nein, nein, nein. Nein, nein. Oh. Na, Opi, alles klar? Musst du dich ins Bett? Wo ist eigentlich das Seniorenheim? Für müde Tante Grabflüchter. Yay. Wie sieht es eigentlich aus? Soll ich mal gleich eine Pause machen? Nur mal so nebenbei erwähnt. Ich bin jetzt seit 3,5 Stunden fast am Stream und habe noch keine Pause gemacht. Ich mache allgemein viel zu wenig Pausen, muss ich sagen. Ja, Mann! Ein Battle! Geist gegen Geist! Na komm. Los, Black Frog! Ich wollte schon sagen. Warte mal, schön bleiben, du! Sehr schön. Wenn der Geist erstmal schläft, können wir ihn in Ruhe abschlabbern. Wie ein Speiseeis. Wie eine Kugel vom Speiseeis. Ja, geil! Es kriegt nicht mal mit, wie wir es töten. Und es ist weiblich natürlich. Deswegen lecken wir es ab. So. Haben wir das geklärt? Das ist schön. So viel. Würde ich mal sagen. Machen wir ganz kurz. Finden wir noch einen Nebulak? Dann können wir die ganzen Erfahrungspunkte auf unseres übertragen. Oh, Felino. Cool. Das will ich haben. Morlord, hey. Arschloch vom Dienst. Yes. Yay, ich bin behindert. Armes Felino. Beutel. Wir haben nur noch einen Ball über. Nein! Wie soll ich es nennen? 3, 2, 1, meins. Toll, Felino wurde gefangen. Yeah. Und es ist männlich, sehe ich gerade erst. Hey! Felino, der Fisch. Sein Körper ist mit Schleim überzogen. Berührt man es, widerfährt einem ein stechender Schmerz. Ganz schön gemein. Felino, a.k.a. Morlord. Meine Sumpex heißt ja immer Swamp King. Felino, a.k.a. Morlord, heißt Swampy. Swampy, alles klar, ab in die Box mit dir. Werden wir vielleicht irgendwann mal mitnehmen. Mal gucken. Warum? So verpisse dich doch einfach aus meinem Leben, du dämlicher Arschnager. Ich will doch nur Nebulak ein bisschen und so, ne? Weil ich es toll finde. Es braucht noch 13 Level ab.
dort mit Black Fork zu lange. Edna dachte erstmal ein bisschen drauf gluten. Ja, ja, wachs mal ruhig. Wie bei Rosengarten. Wachst kräftig. Toll. Der Winter nah, dies und das und jenes, aber wachst kräftig. So. Ich renn durchs hohe Gras, weil das macht mir Spaß. Na komm schon, noch ein... Wenn ich einen Nebulock noch finde und umklatschen darf, dann gehen wir weiter. Es scheint der Rare-Encounter hier zu sein. Nachts. Nein. Und tschüss. Na? Jawoll! Ein Sack voller Erfahrungspopel. Ach, ist das schön. Erstmal ablecken. Es sind wieder weiblich. Aua. Und mit Zunge beim ersten Date. 95, sehr schön. Level 11. So, jetzt können wir weitergehen. Dann packe ich wieder Kira nach oben. Dann kann Kira wieder ein bisschen leveln. Und hat Kilian bald endlich den Rucki-Zucki-Hieb. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Über eine Brücke musst du gehen. Okay, den hatten wir noch nicht, den dicken. Ich beherrsche beides, Angeln und Pokémon. Darum werde ich nicht verlieren, sprach er jetzt, ohne zu wissen, dass er sich irrte. Angelo. Angler Angelo. Goldini. Goldini, Goldini. Oh, Goldini. Was? Ich wollte erst ein Zubat fangen, aber es war immer nur weiblich. Und ich hatte ein Team nur aus weiblichen Pokémon bis auf eins. Aber es wird bald noch ein... Wow, super schade, ging daneben. Es wird noch ein Zubat dazukommen. Ich möchte einfach Zubat haben. Ich mag Zubat. Ja. Wollen wir das hornige Pokémon da kaputt kloppen? Aua. Alles klar. Goldini macht ernst. Es hat genau die Hälfte abgezogen. Warum greife ich an? Ach. Weil es noch nicht gelb war, deswegen. Ach, Mann. Das war mal kurz Brain AFK und dann passiert sowas. Los, Black Fork. Schlabber es ab. Es ist ein Fischstäbchen. Oh, das hat jetzt echt viel Schaden gemacht. Ich hasse Schlecker. Mhm. Wenigstens treffen wir mal mit Schlecker. So, Goldini ist weg. Es geht alles am Black Fork. Ui! Nice, da ist er. Angelo wurde besiegt. Ich wollte die Sache beschleunigen mit einem Goldini. Ja. Mit einem Goldini möchte ich nochmal anmerken. Verdammt. Es dauert ewig, bis ich hier mal weiter trainieren kann. Irgendwie stirbt er mir immer weg. Steinklein. Hey du, ich habe gute Pokémon im Gras gefunden. Ich denke, sie passen ganz gut zu mir. Wieso sind das auch alles Verlierer? Ah! Tenaga einer. Einer. Mit einem Pokémon. Willst du mich eigentlich verarschen, du blöder Honk? Ich habe gute Pokémon gefunden. Sie passen bestimmt gut zu mir. Eins. Vollpfosten. Ist gar nicht eher ein Dummiesel. Naja, er wollte gerne ein Visor sein.
Wollte sagen, was ist, kannst du kein Blubber, aber er macht lieber Aquaknarre. Na? Gut. Diabos kann ich auch noch integrieren. Könnte ich eigentlich machen. Ich dachte, er hat Blubber und nicht Aquaknarre. Aber okay, gut. Smetbrot. Los, Brötchen. Bring es um die Ecke. Wie oft ich schon gekrittet wurde in den 3,5 Stunden bis jetzt. Hat OBS kurz den Connect verloren. Super! Einfach klasse. Ich liebe es. Ich hasse es wie die Pest.